Fassen wir zum Schluss, dass in dieser Unterrichtseinheit Erlernte noch mal kurz zusammen. Bei der Entwicklung von Programmen werden mehrere Phasen durchlaufen. Gegeben ein Problem, man möchte ein Programm entwickeln, das das Problem löst. In der Analysephase muss man die Aufgabenstellung präzisieren. In der Entwurfsphase dann einen Lösungsalgorithmus entwickeln, den man in der Implementierungsphase in den Rechner eingibt. In der Testphase sucht und behebt man logische und Laufzeitfehler und nebenher fällt an die Dokumentation. Das ist die verständliche Beschreibung des Programms, aber auch des Weges, wie man vom Problem zum Programm gekommen ist, nämlich des Entwicklungsweges. Bei kleineren Problemen, wie bei den Hamsterproblemen, gibt es ein systematisches Vorgehen, ein systematisches Entwurfsverfahren, was sich nennt schrittweise Verfeinerung, Top-Down-Entwurf oder auch prozedurale Zerlegung, weil man halt mit Prozeduren und Funktionen arbeitet. Man zerlegt das Problem, wenn es zu komplex ist, in weniger komplexe Teilprobleme und so weiter. Wenn man genügend kleine, also wenig komplexe Teilprobleme hat, kann man sie durch Prozeduren und Funktionen implementieren. Und das Zusammenspiel der Prozeduren und Funktionen in ihrem Aufruf ergibt dann eine Lösung des Gesamtproblems.